Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag um 16 Uhr eine Zusammenfassung der Woche in Stadt- und Altlandkreis Wasserburg sowie einen kurzen Ausblick auf das Wochenende. Mein Name ist Jan Fromm und hier sind unsere Nachrichten. Wenig Gegenliebe für den gelben Sack. Die erste von vier Bürgerversammlungen nutzte Stadtoberhaupt Michael Köbel am Montag, um eine vorläufige Bilanz für 2014 zu ziehen und einen Ausblick aufs neue Jahr zu geben. Vor rund 50 interessierten Zuhörern, darunter Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter, spannte Köbel im Feuerwehrhaus der Altstadt den Bogen von Energie, Umwelt und der Abfallwirtschaft über Soziales, Bildung und Kultur sowie Baumaßnahmen und Infrastruktur bis hin zu den Finanzen. Beim Thema gelber Sack entzündeten sich kurz die Gemüter. Das geplante Sammelsystem traf auf wenig Gegenliebe. Der Wasserburger Christkindlmarkt kann kommen. Am Mittwoch fand in der Wasserburger Backstube die Vorbesprechung für die Traditionsveranstaltung statt. Alle Vieranten und das Organisationsteam vom Wirtschaftsförderungsverband waren gekommen. Christoph Globeck gab die wichtigsten Neuerungen bekannt und stellte die neuen Teilnehmer vor. Unter anderem wird es heuer Bayerns längsten Krippenweg zu bewundern geben. 116 Stationen in der ganzen Altstadt hat Dorle Irbeck für den WFV organisiert. Kleiner Zirkus in großer Not. Ein schwerer Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende hat den Zirkus Brumbach, der derzeit in Schneidsee gastiert, hart getroffen. Unverschuldet war Zirkusdirektor Karl Brumbach, 53 Jahre alt, in den Unfall verwickelt worden. Der Direktor wurde dabei verletzt, einer seiner Mitarbeiter sogar schwer. So eine Notlage kannten wir bisher nicht. Momentan wissen wir nicht weiter. Ohne Hilfe von außen wird es nicht mehr weitergehen, sagte Sohn Danny Brumbach. Es fehlt uns jetzt wirklich am allernötigsten. Wir wissen nicht, wie unsere Familien ernährt werden können. Wer Hilfe bieten kann, soll sich an die Gemeinde Schneidsee wenden. Schon knapp 700 Teilnehmer beim Gauschießen. Diese Zwischenbilanz teilt die Schützengesellschaft Zellereit um Dieter Meier mit. Noch bis zum Sonntag, 9. November, dauert das Gauschießen. Bei der Fest- bzw. Sachpreiswertung gibt es zum ersten Mal eine eigene Wertung für die Aufgelegt-Klasse. Auch gibt es für die Vereine mit den meisten Teilnehmern Preise. Zum Sport. Große Freude und Riesenjubel am Mittwoch in der Wasserburger Patria-Halle. Den Basketball-Damen um Headcoach Bastian Werntaler gelang die absolute Überraschung im Eurocup. Und das auch noch sehr deutlich. In der vollbesetzten Halle gab es am Ende ein klares 75-52 gegen den Favoriten der Partie, die Mannschaft aus Pesch in Ungarn. Die Wasserburger dominierten ab zweiten Viertel ganz klar die Partie. Und hier unser Ausblick aufs Wochenende, meine Damen und Herren. So kennt man Werner Meier auf der Bühne. Ein Mann, ein schnelles Mundwerk, eine Gitarre. Nun kann man den Kabarettisten und Entertainer zusammen mit seiner neuen Bläserkombo live erleben. Am morgigen Samstag, dem 8. November, um 20 Uhr in der Landwirtschaft in Stautham auf Einladung des Bürgerforums Wasserburg. Die Wasserburger Stimme hat für das Konzert 5x2 Karten verlost. Die Gewinner gibt's wie immer online. Preisverleihung und Theater. Ein Geldstück von Ulf Schmidt. Das wartet am morgigen Freitag und am Samstag, 8. November, im Wasserburger Bellaqua auf die Theaterfreunde. Das Metropoltheater aus München ist zu Gast mit Schuld und Schein. Im Frühjahr war das Stück zur besten Inszenierung der 10. Wasserburger Theatertage gewählt worden. Regisseur Jochen Schölch erhält am Samstag feierlich das Preisgeld durch den Verband Freie Darstellende Künste.
Zum Fußball. Wie jeden Freitag finden Sie bei der Wasserburger Stimme ausführliche Vorberichte zu den Partien in den heimischen Ligen. Wie zum Beispiel in der A-Klasse, wo es in Pittenhardt im Spiel gegen Abaching um die Vize-Herbstmeisterschaft hinter den dominierenden Wasserburgern geht. So, meine Damen und Herren, das waren die Videonachrichten der Wasserburger Stimme. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen am nächsten Freitag.